Und damit schauen wir noch mal direkt nach Thüringen zuallererst zu unserem Kollegen Gerrit Sebald, der beobachtet dort die Situation bei der AfD. Und Gerrit, wir müssen, glaube ich, hier noch mal ein bisschen aufklären, was es da rund um die Wahlparty, die da irgendwann beginnen wird, an zum Teil ja sogar juristischen Auseinandersetzungen gegeben hat. Ja, Tatjana, es ist ein langes Hin und Her gewesen mit dem Ergebnis, dass ich jetzt draußen stehe vor dieser Wahlparty. Aber die Wahlparty, die wird stattfinden. Wir haben schon von Gästen gehört, dass sie so ab 16:45, also jetzt gleich reinkommen. Wir können uns das auch mal anschauen. Hier hinter mir in dieser Pizzeria Hopfenberg, das ist nicht weit, das sind vielleicht 10 Minuten Fußweg vom Landtag entfernt. Da findet sie statt. Wir sehen auch das Schild. Heute geschlossene AfD-Veranstaltung. Und wir haben es natürlich hier probiert und wir kommen nicht rein. Der Grund, warum wir nicht reinkommen, ist, dass die AfD zunächst nicht alle Journalisten akkreditieren wollten, weil sie gesagt haben, es wäre einfach kein Platz für alle 150, die sich angemeldet haben. Dagegen haben dann eben genau die Kollegen geklagt, die nicht rein durften und hatten damit Erfolg. Mit dem Ergebnis, dass die AfD dann gesagt hat, naja, wenn die alle reinkommen wollen, dann können wir keinen reinlassen, weil das darf die AfD hingegen. Sie darf nicht die einen reinlassen und die anderen nicht. Und das ist eben jetzt das Ergebnis. Jetzt will Björn Höcke wahrscheinlich gegen 18 Uhr im Landtag kurz was sagen und dann hierher kommen. Aber auch das ist nicht ganz klar. Oder ob er hier sein wird und sich hier feiern lässt, ohne mit der Presse zu sprechen. All das wissen wir nicht so ganz genau. Aber all das werden wir natürlich jetzt hier weiterverfolgen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Auch vielleicht, ob sich doch das ein oder andere Höcke-nahe Medium von drin meldet. Das wäre natürlich dann auch nicht. Das wäre eigentlich auch nicht okay, das geht auch nicht, entweder alle oder gar nicht. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, es bleibt spannend.